Und zurück zu Resident Evil 7 Teaser. So, wie versprochen, machen wir heute genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, und zwar hier bei der Treppe oder bei der Leiter. Da werden wir jetzt mal runtergehen und schauen, was da los ist. Sind jetzt irgendwie in so einem Kellergewölbe oder sowas? Oh mein Gott. Wie im Horrorfilm hier. Andrew steht an der Wand. Dann gehen wir mal hin zu ihm. Ach du Scheiße. Okay. Ich glaube, wir sind gestorben. So, da wir jetzt aber wissen, dass hier so ein Hebel ist, schauen wir doch gleich nochmal da rein. Hintertürschlüssel. Okay. Okay, wir können jetzt hier aber nicht mehr runtergehen, weil die Leiter nicht mehr da ist. Schauen wir uns auch ein bisschen in dem Raum um. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Schönes. Okay, schaut nicht so aus. Ich werde dich an den Stein zerschmettern. Okay. Wir haben jetzt aber einen Schlüssel bekommen. Hintertürschlüssel. Das heißt, es müsste ja eigentlich der Schlüssel sein, da wo wir den Bolzenschneider gefunden haben. Die Sicherung. Okay, was war das jetzt gerade? Okay, da geht's nicht rein. Oh, ich krieg einen Vogel echt. Das Ziel ist ja, aus dem Haus zu entkommen. Und ich glaube, wir werden jetzt mal probieren, den Hintertürschlüssel zu benutzen, dass wir hier rauskommen. Oh, was ist denn das? Hintertürschlüssel. Ah. Okay. Diesen Weg geht schon mal nicht raus. We gotta get the hell out of here. Come on. Ah. Abgestochen wie ein Schwein. Eieiei. Die Familie erwartet Sie Frühjahr 2017. Öffnen Sie die Tür zum Resident Evil Botschafterprogramm.
Okay, dann würde ich sagen, zweiter Versuch. Ich glaube aber, dass diese Demo oder was es ist, gar nicht so lang geht. So ein Ersteindruck vom Spiel sein soll. Entkommen Sie aus dem Haus. Okay, probieren wir gerne mal den Kamin hier. Sicherung. Okay, da haben wir jetzt... Ist da nochmal ein Schlüssel da? Nein, da ist kein Schlüssel da, okay. Ich glaube, wir müssen jetzt einen anderen Weg irgendwie finden. Wir haben jetzt die Sicherung hier für den Kasten, denke ich mal. Und ich würde sagen, weil wir ja noch gar nicht im zweiten Stockwerk oben waren, dass wir jetzt da mal hochschauen, was da alles gibt. Da gibt es ja da irgendwie ein Fenster da oben, wo man rauskommt oder sowas. So, hier war ja der Finger drin. Ich weiß nicht, was der gut ist. Puppenfinger. Inventar. Schauen wir uns den nochmal an. Aber ich glaube, diesem Finger war nichts mehr Großartiges. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier hoch. Klar. Boah. Telefon. Hier jetzt noch nicht rein. Oh, leck. Telefon. I know who you are. Who are you? You will have to say goodbye eventually. But will you be ready? Kann man telefonieren? Ne, kann man nicht. Oh, wir werden sterben. Wir werden sterben. Oh. Oh. Okay. Da sind wir schon mal gestorben. Das heißt, wir machen jetzt den gleichen Weg nochmal, nur gehen wir diesmal nicht ans Telefon. Und schauen uns da oben weiter um. Muss ja irgendwie einen Weg rausgeben, oder? Welcome to the family. Und dann bist du tot. Okay. Resident Evil 7 Teaser. Kommen Sie aus dem Haus. Alles klar. Wir müssen noch gleich nochmal die Sicherung, würde ich sagen. Weil ich glaube nämlich, wenn man ins Telefon geht, triggert es halt das, dass der Typ da wieder kommt. Das heißt, wir gehen diesmal nicht ans Telefon. Wir gehen auch, glaube ich, gar nicht in den Raum rein. Oder sollen wir in den Raum reingehen? Ich weiß nicht. Ist das vielleicht die Familie hier?
ist der schon mal drinne. Und das gerne mal auf. Dann würde ich sagen, nein, wir gehen nicht ans Telefon. Ist alles verschlossen hier. Okay. Da geht's nicht weiter. Das Telefon gehen wir nicht, haben wir gesagt. Das Spiel ist morgen verrückt, echt. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt auf jeden Fall mal den Bolzenschneider. Okay, oben sterben wir, wenn wir ins Telefon gehen. Wir sterben, wenn wir hinten rausgehen. Aber den Bolzenschneider, würde ich sagen, holen wir uns jetzt trotzdem. Okay, den haben wir. So, glaube ich, gibt es ja hier jetzt nichts. Die Videokassette. Verfallenes Haus. Alles klar. Ich würde mir gerne aber das Video nochmal gerne anschauen, weil ich dann nämlich in dem Gebiet draußen schauen will. Okay, das Telefon klingelt, wir gehen jetzt da nicht dran. Oh, das klingelt, das nervt, geht mir am Sack. Oh, was war denn das schon wieder? Okay, den Zettel haben wir uns schon angeschaut. Gibt es hier noch was auf dem Tisch? Die Sicherung ist drin. Okay, ich würde sagen, schauen Sie das Video jetzt einfach nochmal an. Ja. Weil vielleicht können wir da in dem draußen, in dem Areal draußen, vielleicht findet man da noch irgendetwas. Irgendeinen Hinweis oder sowas. Oh. Okay, schauen wir uns nochmal hier oben. Hier muss es doch irgendwas geben. Okay, hier gibt's nichts. Vielleicht irgendwie eine Lampe oder sowas. Es ist halt dunkel alles. Then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators. Another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Hier echt fast gar nichts. Sind wir schon wieder hier hinten? Hier geht's nicht weiter. Hier kommt man, glaube ich, nirgendwo. Hier ist schon irgendwie so ein Haus oder sowas, aber kommt man denn hier irgendwie rein?
Irgendwie durch die Fenster oder was? Na, kann man nichts machen. Ah, ich habe jetzt irgendeinen Weg gefunden, glaube ich, oder? Nee, glaubte ich. Nee. Könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob es da vielleicht noch einen Weg gibt, hier draußen, den ich jetzt vielleicht gar nicht gesehen habe. Are we rolling? Alright, let's go. Get out of the way. It's locked. Okay, nochmal das ganze Spiel. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty. Ich glaube, wir gehen jetzt gleich mal hoch. Treppen hoch. Und gucken mal, vielleicht geht's ja da oben schon irgendwie. Kann man da oben schon irgendwas machen? We can sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul place. No, hier ist nix. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Nervt mich, die unsichtbaren Wände hier. Hier kommt man einfach nicht weiter, wenn die nicht vorangehen. And they were quiet, not backward. Ja, geh. Son Lucas. Bad seat, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Ey. Wahrscheinlich werde ich die Treppen gar nicht hochkommen. Andre, what do you think? Andre? Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Where is he? Komm, lass mal die Treppen hoch. Unbelievable. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good kann jetzt gar nichts machen. You stick with me. Man muss also praktisch hier das, dem folgen. Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Ist auch alles noch sauber auf dem Tisch? Okay, dann werde ich jetzt da runter gehen. Weil man kann jetzt hier, glaube ich, sonst nichts machen. Das heißt, wir sterben jetzt wieder. Da ist noch ein Ding. Genau, das haben wir uns vorher schon angeschaut. So. Schauen wir aber nochmal da rein. Wahrscheinlich wird der Schlüssel wieder da liegen. Genau, Hintertürschlüssel. Schauen wir uns den nochmal an. Vielleicht
ist dann irgendwie ein Hinweis oder sowas. Nö. Okay, Leute, ich weiß jetzt echt nicht, wie es hier weitergehen soll, ob man überhaupt aus dem Haus rauskommt. Ich werde mir jetzt auch ein bisschen umschauen, dann glaube ich, werde ich das auch hier beenden mit dem Spiel. Das ist ja eigentlich nur so eine Teaser. Also so eine Art Ersteindruck bloß. Fingerhammer. Da hinten war nichts mehr. Das Telefon klingelt immer noch. Aber wenn du rangehst, oder wir gehen jetzt mal in die Tür rein, wir gehen jetzt aber nicht ans Telefon. Wir gehen jetzt nicht ans Telefon. So, normalerweise müsste ich jetzt sterben. Jetzt gehe ich einfach mal rückwärts raus. Oh mein Gott. Was ist das? Boah, das sind die Puppen. Alter Schwede. Wir müssen auch hier irgendwie rauskommen. Tür ist verrammelt. Da steht doch jemand, oder? Ich glaube, wir können jetzt hier nur sterben in dem Haus. Och, ey. Ich weiß ganz genau, dass die Puppe umfällt und trotzdem erschrecke ich mich jedes Mal wieder. Ah. Dort ist ein kleines Schlüsselloch. Ja, tu da einen Schlüssel rein, Mensch. Dort ist ein kleines Schlüsselloch. Rausgehen, sterben wir auch. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt mal Schluss hier mit der Folge. Ich schaue mir das noch ein bisschen an und falls ich was Neues finden sollte, verspreche ich euch, gebe ich euch dann auf jeden Fall Bescheid. Und ansonsten schaut einfach meine anderen Let's Plays rein. Gibt noch viel auf meinem Kanal zu entdecken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen und ansonsten sehen wir uns bestimmt bald wieder. Ciao, euer Andi.